Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Heute gibt es wieder Lesestunde. Michael Morris, Lockdown 2. Es steht in diesem Buch eine ganze Menge zu den Verflechtungen innerhalb der Politik in den USA, Kalifornien, die mächtigsten Familien, die einflussreichsten Politiker, die Verstrickungen hinter den Kulissen, die niemand so richtig auf dem Schirm hat. Ich habe schon viele Kapitel hinter mir und jetzt folgt das Kapitel. Mein Gott, guten Morgen. Ich dachte, ich lese mal was vor und da kommst du und sagst guten Morgen mitten in meinen Vortrag hinein. Aber ich lese jetzt einfach mal, ja? Und dann anschließend kann ich mal mit dir quatschen. Ich will hier gerade ein Kapitel über den Joe Biden lesen. Ja. Joe Biden, den jetzigen Präsidenten der USA, ja, genau. Also. Habibi, eine schlimmer als den anderen. Für meine Augen, für meine Gedanken. Ich kenne dich, weißt du, seit vielen Jahren. Ja, du hast recht. Da gibt es viele Argumente. Guck mal, Habibi. Das, was will Israel? Ja. Die hatten was zu sagen auf Amerika, auf ganzem Welt. Meinst du? Habibi, die sehen die Kapitale überall. Glaub mir, ihre Hände. Was ist mit BlackRock? Die sind die größte, weißt du, Was ist mit China? Weißt du? Was ist mit... Ja, guck mal, der will China. Habibi, 1,5 Milliarden passt China, 1,4 Milliarden. Willst du mit China zanken? So, ich habe eine ruhige Ecke gefunden und lese weiter im Buch Lockdown 2 von Michael Morris. Das leere Gefäß Joe Biden. Am 20. Januar 2021 wurde Joe Biden die nächste Marionette der geheimen Weltregierung im Weißen Haus. Und die lästige Ära Trump war beendet. Die westlichen Mainstream-Medien scheinen sich darin einig zu sein, dass dies eine gute Sache sei. Sie hätten statt Trump selbst einen Schimpansen oder eine aufblasbare Puppe vorgezogen. Hauptsache, die Stützen und Nutznießer des alten Systems konnten wieder zu der Illusion zurückkehren, dass alles wieder so werden würde wie zuvor. Sie träumten immer noch von der guten alten Zeit, in der Friedensnobelpreisträger Obama und sein Vize Biden die ganze Welt in Schutt und Asche legten, Millionen Menschen ihre Häuser wegbombten und sie ihrer Lebensgrundlage beraubten. Sie sehnten sich nach jener Zeit zurück, in der es klare Einteilungen in Gut und Böse gab und in der niemand Verantwortung übernehmen, sondern einfach nur das verlogene Spiel brav mitspielen musste. Und Joe Biden versprach ihnen nun die lang ersehnte Rückkehr zu diesen paradiesischen Zuständen. Wie John McCain bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2017 gesagt hatte, ich weigere mich, den Untergang unserer Weltordnung zu akzeptieren, so weigern sich heute hunderte Millionen Menschen im Westen, wie er immer noch anzuerkennen, dass dieses alte System unwiederbringlich vorüber war. Es wurde im Grunde von jenen zerstört, die es aufgebaut hatten. Ohne es zu merken, hatten sie sich selbst sabotiert und waren an ihrer eigenen Arroganz und Ignoranz gescheitert. Trump hatte ihnen 4 Jahre lang den Spiegel vorgehalten, doch sie konnten das, was sie darin sahen, nicht ertragen. Nun wollten sie also ein neues System erschaffen. Es sollte wie das alte sein, nur konsequenter und totalitärer. Alter Wein in neuen Schläuchen also. Welch bessere Metapher hätten die Philanthropen im liberalen Mantel für ihre kognitive Dissonanz wählen können, als einen 78 Jahre alten, senilen Kriegstreiber, Plagiator und Lügner zum Retter ihrer längst untergegangenen Fantasiewelt auszurufen. Joe Biden sollte es also richten und der 46. US-Präsident sein, zumindest auf dem Papier. Der smarte und sympathisch wirkende Joseph Robinette Biden Jr., kurz Joe, wurde am 20. November 1942 in Scranton im US-Bundesstaat Pennsylvania als eines von 5 Kindern einer katholischen Mittelschichtfamilie geboren. Vater Joseph R. Biden Sr., bekannt als Big Joe, war ein Autoverkäufer. Joe und seine Geschwister wuchsen in bescheidenen Verhältnissen auf und lernten von ihren Eltern, dass das Wichtigste der familiäre Zusammenhalt war. Wir konnten im Haus untereinander kämpfen, aber wir durften keine einzige Silbe gegen einen Geschwister nach außen tragen.
erzählte Joe später selbst. Diese Familienbande blieben ein Leben lang bestehen und auch wenn sie sehr unterschiedlich waren, so blieben Joe und sein 6 Jahre jüngerer Bruder James, genannt Jimmy, ein Leben sehr eng. Während Joes gesamter politischer Karriere war es Jim, der seine Wahlkämpfe leitete und die Spendengelder übersah. Ein Freund der Familie erklärte später, dass die beiden Brüder jedoch unterschiedliche Antriebe hätten. Bei Joe war es: Ich möchte Respekt. Bei Jimmy: Ich möchte Geld. Während Jimmy im Nachtclub- und Restaurantgeschäft anfing, studierte sein großer Bruder Joe bereits Geschichte, Politik und Jura und ging früh in die Politik. Mit seiner ersten Frau, Nelia Hunter, hatte Joe 3 Kinder. Im Jahr 1972, nur 6 Jahre nach der Hochzeit, kamen seine Frau und seine 1-jährige Tochter bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben. Seine beiden Söhne Bo und Hunter überlebten den Unfall. Es ist nicht überraschend, dass die 3 Männer ein sehr enges und inniges Verhältnis hatten. 1977 heiratete Joe Biden seine 2. Frau, die Lehrerin Jill Tracy Jacobs, die ihm erneut eine Tochter schenkte. Im Jahr 2015 verstarb dann Joe Bidens jüngerer Sohn Beau im Alter von nur 46 Jahren an einem Hirntumor. Ohne Zweifel hätte Joe Biden von dieser Seite her betrachtet kein leichtes Leben und man muss einem Mann dafür Respekt zollen, dass er an diesen Schicksalsschlägen nicht zerbrach oder wie sein einziger verbliebener Sohn Hunter zum Alkoholiker wurde. Unter normalen Umständen würde ich also kein schlechtes Wort über einen Mann verlieren, der bereits so viel mitgemacht hat. Ich würde sagen, lass den armen alten Mann in Ruhe. Er hat genug gelitten, er hat ein wenig mehr Respekt verdient. Doch dies sind keine normalen Umstände. Und selbst die harten Schicksalsschläge, die Biden wegstecken musste, können das nicht rechtfertigen, was er Millionen von unschuldigen Menschen angetan hat. Joe war von 1973 bis 2009 im US-Senat Vertreter des US-Bundesstaats Delaware, der als Onshore-Steueroase innerhalb der USA bekannt ist und oft mit den Cayman Islands und den Bermudas verglichen wird. Wer diesen Staat kontrolliert, ist untrennbar mit der Hochfinanz verbunden. Als Senator war Biden zudem all die Jahre über in Ausschüssen und Komitees, vor allem in die Außenpolitik der USA, involviert. Er versuchte bereits im Jahr 1988 US-Präsident zu werden, musste jedoch seine Kandidatur bereits nach einigen Vorwahlauftritten im September 1987 zurückziehen, nachdem Mitarbeiter seines parteiinternen Rivalen Michael Dukakis der Washington Post Videos von Mitschnitten der beiden Auftritte zugespielt hatten, in denen Joe Reden des britischen Labour-Parteiführers Neil Kinnock 1:1 kopierte, inklusive der exakten Handbewegungen und Mimik, ohne jemals deren Urheber zu nennen. Besonders bemerkenswert finde ich in dem Zusammenhang die Aussage seines Wahlkampfmanagers Tom Donilon, der erklärte, Biden konnte Kinnock gar nicht als Autor der Reden würdigen, weil er nicht wusste, was er sagte. Er war auf Autopilot. Im Zuge des ersten dokumentierten Biden-Skandals kamen auch noch weitere Lügen über die Familie ans Tageslicht, wie jene, dass er der Erste in seiner Familie gewesen wäre, der ein College besuchen durfte. Er wiederholte das sogar mehrfach erneut im Jahr 2019, obwohl er im Jahr 1988 selbst zugegeben hatte, dass dies nicht der Wahrheit entsprach. Offenbar ist Biden bis heute genau jenes leere Gefäß, das man mit den Ideen anderer füllt, als dass ein Artikel im Time Magazine ihn am 28. September 1987 bezeichnet hatte. Tom Donilon war übrigens Regierungsmitglied und Berater unter allen demokratischen Präsidenten seit den 1990er Jahren und ist Vorstandsmitglied von BlackRock, dem größten Investmentvehikel und Vermögensverwalter weltweit, der den Rothschilds zugeordnet wird. Vielleicht gibt uns das ja eine Vorstellung davon, wer das Gefäß Joe Biden befüllt. Im Jahr 2007 gab er bekannt, dass er erneut für die Demokraten als Präsidentschaftskandidat für die Wahlen 2008 antreten wollte. Da er jedoch bei den parteiinternen Vorwahlen chancenlos war, zog er seine eigene Kandidatur zurück
und wurde stattdessen als möglicher Vizepräsident des Kandidaten Barack Obama in dessen Team geholt. Die beiden gewannen die Wahl und so kam es, dass der Mann, der dafür bekannt war, kein Fettnäpfchen auszulassen, von 2009 bis 2017 als Vizepräsident zusammen mit Barack Obama die US-Außenpolitik aktiv mitgestaltete und als solcher für mehr Krieg, Leid, Tod und Chaos verantwortlich war, als irgendein Vizepräsident zuvor oder danach. Nach außen hin war immer nur die Rede von der Politik Obamas, aber Joe Biden war das außenpolitische Mastermind der Obama-Biden-Regierung. Jetzt kommt ein Zitat von James Traub, Foreign Policy Magazin vom 10. Oktober 2012. Jeden Morgen, wenn Präsident Barack Obama das tägliche Geheimdienstbriefing persönlich erhält, sitzt Vizepräsident Joe Biden an seiner Seite in einem passenden Sessel im Oval Office. Biden nimmt an den Haupttreffen des Präsidenten und seiner obersten nationalen Sicherheitsbeamten teil und spricht oft freiwillig bei den Principal-Versammlungen des Präsidenten und seiner obersten nationalen Sicherheitsbeamten. Ebenso bei den wöchentlichen Treffen des Präsidenten mit Außenministerin Hillary Clinton und Verteidigungsminister Leon Panetta. Oft bleibt er danach für ein paar Minuten zu einem rein privaten Gespräch. Oder der Präsident geht zu Bidens Büro 30 Schritte den Flur hinunter. Er und der Präsident essen jede Woche allein zu Mittag. In einem Weißen Haus, in dem Außenpolitik in außerordentlichem Maße vom Präsidenten und einigen wenigen engen Beratern gemacht wird, ist Biden der einflussreichste unter ihnen. Man kann mit Sicherheit sagen, dass Biden in der Außenpolitik der mächtigste US-Vizepräsident in der Geschichte ist. Es ist heute nahezu unmöglich für mich, mit den meisten meiner Freunde, die vorwiegend Anhänger der US-Demokraten sind, über dieses Thema zu sprechen, weil sie zu 100% davon überzeugt sind, dass Biden und Obama große Diplomaten waren und der Welt Frieden brachten, während Donald Trump die Welt ins Chaos gestürzt hat. Auch in Europa verhält es sich ähnlich, obwohl gerade die dafür ein besseres Gespür haben müssten. Denn ohne die US-Kriege der vergangenen 17 Jahre hätte es keine europäische Flüchtlingskrise gegeben, da es keine solch massiven Flüchtlingsströme gegeben hätte. Es wären nicht tausende Menschen beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, ertrunken. Alleine nur der Krieg in Syrien forderte bislang mehr als 400.000 Todesopfer und ließ geschätzte 12 Millionen Menschen die Flucht ergreifen. Auch in Libyen tobt bis heute ein Krieg, den die großen Diplomaten Obama und Biden ausgelöst haben. Nächstes Zitat von James Traub am 10. Oktober 2012. Dieser Mensch war Journalist und Mitglied des Council for Foreign Relations, CFR. Nach Obamas Amtsantritt schickte er Biden auf den Balkan, in den Libanon und nach Georgien und in die Ukraine, um Brände zu löschen und strategische Zusicherungen herbeizuführen. Obwohl Biden ein kleines eigenes Feuer entfachte, als er von dieser letzten Reise zurückkehrte, um zu sagen, dass Russland eine kümmerliche Wirtschaft habe. Der Präsident bat ihn, eine wichtige strategische Ansprache in München zu halten, wo Biden den Begriff Reset prägte, um den Plan der Regierung zur Wiederherstellung der Beziehungen zu Russland als Teil des neuen Paradigmas des Engagements zu beschreiben. Biden wurde schnell zum Chefstrategen, Anwalt des Teufels und praktischem Umsetzer der Außenpolitik des Weißen Hauses. Tja, wenn die Dinge doch nur so einfach wären, wie man sie gerne hätte, sind sie leider nicht. Schönen Tag noch.